Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Let's Create Arma 3 Folge. Verdammt, ich wollte schon die Arma News Folge ankündigen, die sollte die Woche auch kommen. Ich möchte mich erstmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Geduld, dass ihr immer da wart, dass ihr wirklich da wart. Und ich wünsche euch allen, wer das Infovideo, was hoffentlich gestern kam, wenn ich das noch danach aufnehmen werde, aber es ist der Plan zumindest, nicht gesehen hat, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr da wart, dass ihr da geblieben seid. Ich wünsche euch ein gesundes, gesundes neues Jahr, dass all eure Wünsche dieses Jahr in Erfüllung gehen, dass das alles zusammenpasst und dass ihr persönlich für euch auch da einfach ein tolles Jahr haben werdet. Wir haben in der letzten Folge einiges gemacht. Dabei haben wir in der letzten Folge schon mal, das haben wir gar nicht gesagt, das letzte Mal gesehen, haben wir nämlich gemerkt, Mensch, das habt ihr gemerkt und das macht auch absolut Sinn. Die ZSU-Stellung macht nicht ganz so viel Sinn. Warum? Weil es gibt ja gar keinen Eingang, ne? Es gibt ja gar keinen Eingang und das ist ja auch ein bisschen blöd. Deswegen machen wir das jetzt. Wir kümmern uns in dieser Folge erstmal um die ZSU-Folge so ein bisschen, die ZSU-Stellung. Warte, wir machen das so, das passt ganz gut. Eine Markt hätte ich gerne drin, aber ich hätte gerne den Markt ein bisschen eingeschränkter tatsächlich. Kann ich das noch einen Tick breiter machen, damit das... Kann ich das noch einen Tick breiter machen, damit das funktioniert? Ich hoffe, die Autostellung passen. Ich habe natürlich alles nochmal umgestellt, weil ein Kollege jetzt zu mir zieht bald. Und deswegen kann es tatsächlich sein, das geht natürlich nicht so richtig, wie ich wollte, das war nicht geplant, dass vielleicht das ein oder andere noch nicht ganz perfekt ist. Jetzt ist es da wieder ein Stück. Warte mal, jetzt kann man ein Stück hin, das passt. Jetzt ist es da wieder ein Stück. Ach Mann, was ist denn los? Das passt. Oh, warte mal, das passt ganz gut. Nee, das passt nicht ganz gut. Was laber ich denn da? Doch, das passt ganz gut, denn wir werden jetzt mit diesem Modul hier auch hier gleich noch einen Eingang machen. Denn ihr habt natürlich vollkommen recht. Wie kam die ZSU-Stellung da rein? Und da müssen wir uns natürlich auch drum kümmern. Darum werden wir uns kümmern. Und die Folge, ich befürchte langsam, dass wir die ZSU-Stellung, dass das noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird, habe ich so langsam das Gefühl. Deswegen fangen wir damit auch einfach an und legen direkt los und basteln etwas. Ich habe da eine Idee. Das hatte ich auch das letzte Mal hier natürlich, als ich die ZSU-Stellung das erste Mal hatte, habe ich gesagt, ich habe eine Idee. Wir gucken mal, ob ich wirklich eine Idee habe. Das werden wir gleich mal feststellen. Und zwar würde ich gerne was testen. Das ist ein Punkt. Ich würde gerne hier so ein bisschen so einen kleinen militärischen Stützpunkt draus machen. Jetzt doch schon, weil eine ZSU-Stellung drin ist, da macht das schon Sinn. Hätte man nämlich hier auch den Eingang. Wir haben das gesagt, okay, wir machen hier nicht noch einen Eingang rein, das passt. Aber das würde jetzt Sinn machen, weil dann könnte auch die ZSU-Stellung hier reingefahren sein und dann hier reingekommen sein. Denn momentan ist es ja so gebaut, dass die ZSU-Stellung quasi, ja, hereingetragen wurde oder auseinandergebaut wurde und wieder zusammengesetzt wurde. Das ist aber auch blöd. Deswegen machen wir da direkt was Neues. Da habe ich mir was einfallen lassen. Eine Idee habe ich mir einfallen lassen. Zumindest ich überlege nur gerade, wie ich es am tatsächlich umsetze dann. Ob ich hier einen Bunker hinstelle, habe ich das überlegt. Oder ob wir sagen, wir nehmen jetzt einfach mal den Backfans. Also das sind die Sandbackfans. Oh, warte mal. Ah, wie werden die geschrieben? Warte mal. Hier habe ich sie drin, aber... Haben wir sie doch. Sandback. Ach klar, macht Sinn. Back mit A. Sinnig. Dann hätte ich gerne hier eine Round. Das würde ja tatsächlich Sinn machen. Und dass wir die sagen, okay, den Eingang, den werden wir noch ein bisschen bewachen. Das heißt, wir bauen jetzt hier sozusagen die zwei Sachen rein. Setzen die mal rein. Und es passt hoffentlich. Na, warte mal, ein bisschen müssen wir es, glaube ich, so machen. Und meine Frage ist denn jetzt, wir haben jetzt hier Takis, haben wir hier drin. Wir sind ja in unserem normalen NTF-Reset. Das heißt, wir haben ja hier die Takistanis zumindest. Sollte es kleine Soundfehler geben, bitte ich zu entschuldigen. Ich habe auch langsam Angst, dass das Mikrofon nicht mehr hin und her macht. Wir werden sehen. Wir warten einfach ab. Ich hoffe einfach, das passt. Wir werden sehen. So, dann haben wir hier das Ding. Oh, warte mal. Ja, warte, wir spielen ja gegen Russen, ne? Ich spiele ja gegen gar nicht Takis. Wir spielen ja gegen Russen. Spielen wir gegen Russen? Ja, wir spielen gegen Russen. Sag ich doch, warum sagt ihr denn nichts? Wir haben doch auch diese Helikopter gemacht. Stimmt. Natürlich spielen wir gegen Russen. Da müssen wir natürlich auch was machen. Aber die haben das auf jeden Fall drin. Da mache ich mir am wenigsten Sorgen. Klar, das sind doch... Oh, Mensch. Da habe ich mir wieder nicht mitgedacht. Ihr seht, ich bin so lange draußen gewesen jetzt aus der Ausnahme auf der Aufnahme. Und einfach nochmal hier wirklich ein dickes Entschuldigung. Ich habe es einfach nicht geschafft. EMR Desert haben wir, glaube ich. Haben wir EMR Desert? Ich weiß es gerade gar nicht. Gucken wir ganz kurz nach. Können wir hier prüfen? Okay, hier nicht. Ist immer falsch. Habe ich das ausgeblendet? Nein, da sind wir sie doch schon. Da haben wir zumindest... Ach, das sind nur die Crew. Wir haben noch gar keine Einheiten platziert, weil das so läuft. Was ist denn da drin? Schauen wir ganz kurz rein. Aha. Okay, nehmen wir Desert. Was sieht denn am sinnigsten aus? Wir nehmen mal hier den normalen Soldaten. Da haben wir ihn drin. Ich habe jetzt übrigens auch mal probiert, dass wir Turrets, da haben wir das doch sogar, bis wir auch ein Standding haben. Na, sag schon. Ihr wisst schon, was ich meine.
Ja, die nehmen wir, das passt schon. Das ist jetzt auch okay. Ich hab's vergessen. Ich habe es vergessen, liebe Freunde. Ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Das läuft immer bei mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, Mann, was ich sagen wollte. Ich bin, wie gesagt, so lange jetzt draußen gewesen. Und jetzt aber soll es wieder losgehen, dass wir langsam wieder anfangen mit allen drum und dran. Nach und nach, muss man dazu sagen, ich sage heute ziemlich viel auf der M, sehe ich gerade. Merke ich gerade. Warte mal, hier müssen wir das noch so machen. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja, das sieht schon besser aus. Das passt. Und dass wir jetzt wirklich wieder eine Regelmäßigkeit reinbekommen und so langsam jetzt wieder durchstarten. 2018 hat begonnen. Meine guten Vorsätze, mach wieder viele Videos, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Es war so viel los. Familiär, Arbeit, auch Januar wird jetzt extrem stressig für mich. Aber ich habe gesagt, ich habe jetzt die ersten Anfragen bekommen. Gut, nach 3 Wochen kann ich es auch verstehen. Ja, warum ist denn oder warum ist denn... Einer hat gestern geschrieben auf dem Channel, ja, habe ich denn irgendwas verpasst? Es ist so ruhig auf dem Kanal. Nein, du hast natürlich nichts verpasst, außer dass Martin ein Real Life hatte. Ihr wisst alle, das ist mein Hobby, ich verdiene damit nicht wirklich Geld. Eigentlich nicht nennenswert. Und von daher ist es für mich einfach auch, muss ich es machen, wenn es passt, tatsächlich. Ja, ich will wieder mehr streamen. Dass wir da auch ein bisschen mehr Regelmäßigkeit wieder reinbekommen. Es sind jetzt auch einige Missionen angekündigt, wieder bei der NTF, wo ich wieder regelmäßig mitspielen werde und natürlich dann auch live dabei sein werde, euch mitnehmen werde und auch jetzt hier wieder gesagt, alle Formate so ein bisschen reinbringen werden. So, das passt. Jetzt hätte ich aber gerne noch eine kleine Haarbarriere, eine kleine. Und da haben wir nämlich eine tatsächlich. Da haben wir diese 3 Blocks, die müsste gehen, oder? Da sieht die besser aus, ja, das passt. Hätte ich gerne so abgegrenzt. Das heißt, wir machen das so. Dann haben wir nämlich den Eingang hier reingemacht und das passt. Und dann können wir sogar sagen, oh, wir sind jetzt richtige Füchse. Sagen hier, okay, das passt. Das wird natürlich von der Breite jetzt nicht passen, ne? Da ist von der Breite perfekt abgepasst. Wir werden es sehen. Oh, Leute, ist das nicht wie besprochen? Ist das nicht, also, das Ding ist quasi dafür gemacht worden. Ja, das Ding ist quasi dafür gemacht worden, dass wir das hier mit einsetzen. Ich finde es aber andersrum schöner, ich weiß auch nicht warum. So lassen wir es. Ja, so ist gut. So passt das rein. Ja, und auch das, weiß nicht, ob ich das im Infovideo hätte sagen, es wird tatsächlich, ihr habt ja das letzte Mal gehabt und, oh, Martin, ein anderes Spiel und so, ja, ich muss was anderes aufnehmen, habe ich gemerkt, es wird ein Spiel sein, welches Spiel sein wird, sage ich noch nicht, ich bin aber momentan dran, mir Formate zu überlegen, die sinnvoll sind, es wird kein Shooter sein, das kann ich schon mal sagen, ihr könnt schon mal ein bisschen so faszinieren, was könnte es sein, mit über welches Spiel, über welches Genre könnten wir, oh, da ist der Baum weg, den wollte ich wieder halten haben, oh, ist das Ding weg, dann läuft, wenn man wieder rumexperimentiert, klappt gut. Das passt jetzt, sieht gut aus. Und ja, dann könnt ihr mal, vielleicht fällt ineinander ein, was man sein könnte. Also es ist kein Shooter, das sage ich schon mal. Es ist kein Strategiespiel. Wartet ab, was kommt. Das ist der Plan zumindest. Ich bin da, wie gesagt, momentan am Formate überlegen. Steht aber noch nicht fest, ob es letztendlich so laufen wird oder nicht. Das warten wir ab. Ja, ist ja auch dann ein Punkt, entweder man schaut es oder man schaut es nicht. Das heißt aber übrigens nicht, dass Arma tot sein wird. Ganz im Gegenteil, Arma wird nicht mal ansatzweise tot sein. Das geht natürlich fleißig weiter. So, das wurde angereitet. Ich denke, die ZSU-Stellung, die haben wir jetzt hier mit ein bisschen wieder optimiert. Das sieht gut aus. Hier haben wir die ZSU-Stellung, haben wir auch so ein bisschen von der Punkto her gesetzt. Ich will das Ding noch ein bisschen hochsetzen. Ging das noch? War das noch okay? Das war in Ordnung tatsächlich, dass es noch ein bisschen höher ist. Dann können wir auch hier sagen, okay, jetzt gibt es hier so einen kleinen Stützpunkt, hier ist hier reingefahren worden, hier soll quasi das Ganze gemacht werden. Jetzt sieht das hier zwar leer aus, das finde ich persönlich aber nicht schlimm, wenn wir da nochmal eine Patrouille reinmachen lassen. Oder wir sagen, wir stellen hier vielleicht doch noch ein paar Zelte rein, also wir vielleicht noch so ein paar Baracken reinstellen. Ich glaube, vielleicht machen wir doch noch ein bisschen was rein. Nicht, weil ich sagen will, das ist mir zu leer, doch eigentlich schon, deswegen ist der größte Grund. Aber irgendwo müssen ja die Leute, die hier stationiert sind, auch schlafen und die Häuser nehmen wir jetzt nicht. Es wird einfach passen, wenn wir sagen, okay, wir nehmen hier vielleicht nochmal 1, 2 Zelte rein. Oh, ich drehe es gerade. Ah, ja. Passt, so ungefähr. Ich schaue mir gleich, wie es aussieht. Vielleicht lösche ich es auch gleich wieder, dann sind wir gar nicht weit gekommen. So, das kommt dann nochmal ein bisschen hier in die Richtung. Das kommt auch noch ein bisschen in die Richtung. Hier sehe ich gerade, dass das mir nicht so richtig gefällt. Das sehen wir hier einen kleinen Fehler. Oh, das Tor. Okay, das wird wahrscheinlich nicht besser sein. Das müssen wir wahrscheinlich so machen. Das müssen wir so machen. Das funktioniert nicht anders. Können wir das nochmal machen? Und dann habe ich nämlich überlegt, weil ich ja ein Fuchs bin, ne? Weil ich dachte, Mensch, wenn du jetzt hier schon anfängst, dann fängst du hier richtig an. Und machen hier noch gleich so einen Container hin. Dass wir vielleicht doch so einen ganz kleinen Stützpunkt draus machen, wie so eine kleine FOB, die da umgebaut wurde. Da haben wir sie. Tatsächlich würde ich da gerne solche Container noch reinsetzen. 1, 2. Weil irgendwo müssen ja Sachen reingelagert werden und so weiter. Es muss ein kleines Lager geben. Und dann gestalten wir das so ein bisschen noch
und schaue mal, wie das aussieht. Ihr sagt gleich mal, wie ihr das findet. Also gleich, ihr sagt, wenn das Video kommt, wie ihr das von haltet, ist von der neuen, von dem neuen Gegenstand hier so ein bisschen, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, okay, nee, eigentlich nicht. Aber ich finde die Idee ganz cool. Hätte das bestimmt mal geguckt, habe ich tatsächlich geguckt. Container, irgendwo muss ja alles abgelagert werden. Muss die Munition reinkommen und so weiter und so fort. Jetzt überlege ich gerade, ob es sinnig ist, dass wir die nur so machen oder ob wir die oben machen. Die so machen, noch ein bisschen schräg stellen. Die ist ja auch blöd. Schräg stellen ist ja richtig blöd. Die Mitte ist auch doof. Das heißt, wir werden das so ein bisschen vorstellen. Die müssen ja drankommen. So, das passt. Können wir nochmal sagen, okay. Hier machen wir noch einen hin unten. Dann passt das ganz gut. Was machen wir als erstes immer, liebe Freunde? Das lernt ihr genau recht früh bei mir. Wir deaktivieren erstmal die Simulation. Das ist ganz wichtig, damit das passt. Hier können wir auch die Simulation deaktivieren. Weil brauchen wir nicht. Soll nicht zerstörbar sein. Und wo wir Performance sparen können, sparen wir Performance. So, hier haben wir das Ding drin. Das wollte ich nicht machen. Dann wollte ich sagen, Military. Wir können mal gucken, was bei Military noch so gibt, ob wir vielleicht noch irgendwas hinsetzen können. Ihr wisst, ich spiele immer mit Military. Das habt ihr ja schon rausgefunden, dass ich immer auf Englisch spiele. Ist auch kein Geheimnis. Ganzen Rocks, Container, Repair Center. Repair Center könnten wir noch machen, dass wir das noch hinsetzen. Sieht aber irgendwie... Nee, sieht kacke aus. Das machen wir nicht rein. Das lassen wir raus. Vergessen wir es direkt. Repair Center Big. Rarex. Oh, Baracken hätten wir auch einbauen können. Nee, ist ja auch Quatsch. Machen wir nicht. Komm, hier gibt es ganz viele zerstörte Ruinen auch. Ja, Wahnsinn. So, nee. Ruinen machen wir auch nicht rein. Es soll jetzt auch nicht übermäßig sein. Das soll einfach... Oh, guck mal, hier kommen wir noch mal. Ah, hier kommen wir so ein bisschen rein. Nee, das sieht auch kacke aus. Das gefällt mir nicht. Nein, auch Quatsch. FOB, Prostjov. Hier können wir auch sowas... Oh, guck mal, hier könnten wir auch sowas machen. Oh, nee, das ist ja Tschechien. Das ist ja Quatsch. Das macht natürlich keinen Sinn. Tschechien macht natürlich gar keinen Sinn. Ist natürlich absolut Blödsinn. Was ich hier sage, vergesst einfach, was ich sage. Ihr wisst, ich bin ein Noob, ich habe nichts drauf, von daher passt das. Deswegen Flame in den Kommentaren ist absolut in Ordnung. Ja, so einen Container können wir noch reinschieben, so einen Rusty so ein bisschen hier. Rostig, ein Container, der noch mitgeschleppt wurde, ist eine alte FOB. Wir könnten ja auch theoretisch, obwohl, nee, da müssen wir aber verkaufen, dass die schon länger hier in der Gegend sind. Dass hier schon länger so ein bisschen was ist, so ein bisschen rostig hier trotzdem schon ist. Bisschen heruntergekommen, die Container hier, dass wir es machen, so ein bisschen, ja, das können wir machen. Könnt ihr mal sagen, ob ihr es gut findet, wenn ich lösche es einfach wieder. Ihr wisst, mit Löchern haben wir es sowieso drauf in diesem Ding. Und das Let's Create habe ich auch angekündigt. Ist sowieso etwas längerfristig. Das heißt, es kann sein, dass das Ding hier diesmal 50 Folgen hat. Soll jetzt natürlich auch wieder regelmäßiger kommen. Weil ich jetzt einfach hier auch mehr auf Details achten will. Und einfach mal wirklich sehr gründlich sein will. Und man kann natürlich sagen, eine Mission kann man natürlich viel schneller bauen. Wenn man aber nebenher noch redet und dann noch baut. Das ist nicht immer einfach, ja. Im Stream geht das auch ganz gut. Wobei im Stream, muss ich zugeben, ist es ja noch zusätzlich erschwerend, weil... Ich suche was, nicht, dass ihr euch wundert. Nee, das gefällt mir nicht. Oh Mann, die ist viel zu groß, Mann. Too much, Mann. Ich brauche ein Radar. Anti-Air-Radar. Russisch, da haben wir doch was. Ist das cool? Oh, warum ist das so groß, Mann? Passt das hier rein? Nee, oder? Passt das hier rein? Ein Anti-Air-Radar wäre eigentlich sinnig wegen einer... Aber die sind mir viel zu groß. Ja, was wollte ich denn sagen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass das Multitasking. Seht ihr, wenn ihr nebenher redet und dann macht, dann ist das gar nicht so einfach. Weil dann denkt der Martin immer schon an das andere. Das können wir machen, oder? Aber was mir nicht gefällt, ist dieser Boden. Der sieht natürlich schon scheiße aus. Das, ne? Gibt es das auch bitte noch in sandig, please? Nein. Nein. Ist das alles in grün? Das ist alles in grün. Oh Mann. Nicht gut für Desert. Das hätte hier auf Genoa hätten wir es perfekt reinbauen können. So hier aber nicht so richtig. Warum ist denn das alles mit Desert und sowas? Und oh. Das können wir mal nehmen. Obwohl, nee, das Problem ist, wie gesagt, grüner Rand. Sieht immer kacke aus, vor allem wenn es zu grünig ist. Ist das so grün? Können wir nicht die Map einfach grün machen? Das wäre viel einfacher gerade, Mann. Hätte ich viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich denken diese Leute sich dann, oh, was für ein Vollhorst. Wieder richtig? Oh, warte mal. Das können wir noch machen. UAV-Terminal. UAV-Terminal. Das sieht optisch, glaube ich, gar nicht schlecht aus, wenn wir das hier reinmachen. Es hat auch so eine kleine Radarantenne. Das können wir nutzen. Passt sogar ganz gut, glaube ich, hier rein. Von der Fülle her. Dann haben wir das nämlich auch drin. Vehicle Factory können wir auch noch machen. Hier so ein bisschen reinsetzen. Einfach noch so ein bisschen was ist. Munitionmäßig macht es ja auch Sinn, dass das noch ist. Wir haben zwar Container drin.
Oh, ist das too much? Aber da fällt mir ein, wenn wir das hier machen, ne, müssen wir das auch, und das werdet ihr auch gleich sehen. Ah, das lassen wir aber, glaube ich, die Simulation an. Das können die Leute optional noch zerstören, wenn sie Bock haben. Da müssen wir jetzt nochmal kurz nach oben gehen. Nach unten gehen, so rum. Das finde ich eine gute Idee, Mann. Oh, blöd ist natürlich, dass wir alles voll haben, ne? Jetzt könnten wir sagen... Ah, vielleicht sogar. Kriegen wir das hin? Finde ich tatsächlich sinniger, wenn wir sowas noch hinplatzieren. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Als noch 10.000 Zelte. Ich möchte daneben zwar nicht schlafen, aber ist okay. Wenn ich mein Bier, ich schlafe ja daneben nicht. So, passt. Die Terminal machen wir auch nochmal rein. Sieht ganz cool aus, finde ich ganz hübsch eigentlich. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Das kann man doch tatsächlich nehmen, oder? Was sagt ihr dazu? Ich finde, das sieht gut aus. Wenn nicht, dann hasse ich euch. Nein, natürlich nicht. So, das passt. Sieht gut aus. Wagen hat Luft. Dann sollten wir jetzt aber hoffentlich, wenn ihr natürlich, nur wenn ihr damit einverstanden seid, hier fertig sein jetzt mit der FOB in Anführungsstrichen oder eher mit der kleinen Basis. Ich finde es einfach, es sieht nicht so leer aus. Ich habe erst überlegt, ob wir das leer lassen, komplett innen drin. Aber so hast du natürlich auch noch ein bisschen was wenigstens drin. Zelte, ich denke, ist auf jeden Fall schon der beste Weg. Und ich habe vorhin noch gepredigt, denk dran, die Simulation immer ausschalten. Was hat Martin vergessen? Die Simulation auszuschalten. Läuft bei mir wie immer. Das passt. Sehr schön. Und ich würde sagen, tatsächlich sind wir schon zum Ende der Folge angekommen. Jetzt sollte es wieder regelmäßiger kommen. Ich werde keine festen Zeiten mehr machen. Ich werde jetzt sagen, dass ich vielleicht auch mal zweimal die Woche das so veröffentlichen werde. Es hat in der letzten Staffel gut geklappt, das wissen wir alle. Aber diesmal wirklich, jetzt muss 2018, soll es wieder losgehen. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet einen guten Start ins 2018. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet, wie ihr die Basis jetzt hier findet und vor allem, wie euer Silvester war. Das würde mich mal interessieren. Und bis dahin, Leute, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis es heißt, das nächste Let's Create oder das nächste Video. Bis dahin, Leute, denkt daran, ihr seid die Besten, kein anderer. Bis bald, euer Martin. Tschüss.